Die Kasselburg, heute eine Burgruine auf einem über 400 Meter hohen Berg bei der Gemeinde Pelm in der Nähe von Gerolstein, wurde in mehreren Bauphasen ab dem 12. Jahrhundert errichtet. Der charakteristische, weithin sichtbare 37 Meter hohe Doppelturm wurde als Tor und Wohnturm genutzt. Der ursprüngliche Bergfried befindet sich in der Kernburg und wurde später ebenfalls zum Wohnturm aufgestockt. Der Palas aus dem 14. Jahrhundert hat mit 33 Metern Länge ebenfalls beachtliche Ausmaße für die damalige Zeit. Die Ursprünge der Besitzverhältnisse vor 1335 liegen heute immer noch im Dunkeln. Viele Besitzerwechsel folgten und schließlich verfiel die Burg. Eine Grundsicherung der Ruinen erfolgte 1838 im Zuge der Fertigstellung der Bahnlinie Köln-Trier. Man wollte den Fahrgästen auf der Reise etwas bieten. Die Kasselburg bei Gerolstein ist heute im Besitz des Landes Rheinland-Pfalz. Das 20 Hektar große Gelände wird zu großen Teilen vom bekannten Adler- und Wolfspark genutzt. In den Burgruinen sind Volieren für die Greifvögel und Gehege für allerlei andere Tiere eingepasst worden, sodass eine gelungene Mischung aus historischer Kulisse und Tier- und Naturpark entstanden ist. Täglich finden vor der Burg Freiflugvorführungen mit Steinadlern, Falken, Milanen, Geiern und den pfiffigen Eulen statt. Der Vogel ist dann auf der Faust, wird auf der Faust noch einmal belohnt. Auch das ist ganz wichtig, denn die ganze Ausbildung unserer Greifvögel geht nur über das Belohnen. Eine Greifvogelzuchtstation dient der Erhaltung der bedrohten Greifvogelarten Wanderfalken, Kaiseradler und Mönchsgeier. Wolfsschlucht in den Wäldern rund um die Kasselburg ist die Heimat eines der größten Wolfsrudel in Westeuropa. Ein erhöhter und gesicherter Erlebnisweg führt durch dieses Gelände und gibt den Besuchern die Möglichkeit, die bedrohten Tiere zu beobachten. Eine spektakuläre Wolfsfütterung am Nachmittag des gut 20 Tiere umfassenden Rudels ist für Kinder und Erwachsene gleichermaßen ein unvergessliches Erlebnis.